So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Meetup der Piranha-Pflanzentour mit Daisy. So, es geht los mit unserem Piranha-Pflanzenkostüm. Neun Kostüm, ne? In der Wüste, liebe Leute. Eine Pflanze in der Wüste. Ja, normalerweise würde es locker eingehen. Aber bei Mario Kart ist alles möglich. Und im Mario-Universum. Da überleben Blumen sogar Atomkrieg. So. Oh, der Pitti. Der Pitti! Pitti Piranha oder Mutant Piranha im Deutschen. Sind auch voll cool die Pflanze, deswegen wollte ich auch unbedingt haben. Jetzt habt ihr gedacht, komm. Richtig, aber da habt ihr gesagt, doch, komm. Versuche einfach mal Glück und ich habe zum ersten Mal Deck bekommen. Und habe ich viele Rubine gespart. Für die nächste Tour. Wollte erst noch, habe erst noch gedacht, soll ich noch mehr Gegenstände holen, aber nee, komm. Wo ich jetzt weiß, was die nächste Tour ist, liebe Leute. Da bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. So. Na, Pflänzchen, was ist los? Bist du schon verdursten oder was? Eine Pflanze in der Wüste. Das ist übrigens keine Fata Morgana, liebe Leute. Eine Piranha-Pflanze in der Wüste. Unsere Ivy hier, unsere Ivy Poison hier, ne? Da heißt man aus. Ja. Geschafft mit Daisy im Piranha-Pflanzen-Kostüm. So. Jetzt kommt die Yoshi-Piste, liebe Leute. Die Yoshi-Piste. Und die Yoshi-Piste machen wir mit unserer heißen Maus im Bikini-Kostüm. So. Sausen wir mal ab, die Piste. Tollen Auto hier. Das ist wirklich eine Bombe, dieses Auto hier. Zwei Items und das Auto hier und der Ölpapierschirm, der wirklich besonders ist. Dieses Auto gehört nicht zu meinen Lieblingsgegenständen. Normalerweise kriegt man nicht jetzt. Aber zack! Aber sehr oft. Okay. Euer Items, was wir jetzt nicht kriegen, was auch der Stoffe Effekt ist. Ne? So.
noch rein, Feuer-Items. Und eh nichts anderes. So. So, einen haben wir noch im Meetup. Das ist die Kokospromenade. Und da nehmen wir mal unsere Pflanze nochmal, nicht? Die Pflanze! Den schönen Stinkeschuh. Und ganz neu, liebe Leute, was zwar nicht dazu passt, aber die Schneeflocken. Schneeflockengleiter. Ne? Da habe ich ganz neu was zugekommen. Und noch gar nicht ausprobiert. Also werde ich halt mal ausprobieren, wie die sind. Ne? Schneeflocken im Sommer. Perfekt. Besser geht's gar nicht. So. Auf geht's. Ins Kaufhaus. Die Kaufhaus, ne? Kaufhaus. Ich hatte mir diesen Monat super Smash Brothers Ultimate gekauft. Vor ein paar Tagen. Ja? Ich hatte schon die eShop-Version, aber nun habe ich auch die Cartridge-Version. Und da bin ich sehr stolz drauf. Habe. Ich habe noch einen bestimmten Grund, warum ich das gekauft habe, aber dazu später. So. Ja. Und Daisy mit Pflanzen verfügen. Oh. Bisschen früher, Mädel. Egal, die Daisy gewonnen. Oh, Daisy Maus, was soll das denn? Egal, voller Platz. Ja. Und ich habe mir noch eine Switch gekauft, liebe Leute. Eine gebrauchte Nintendo Switch. No. Mehr möchte ich aber nicht dazu sagen. Ich möchte nicht die ganze Überraschung verderben. Also die zwei Sachen habe ich diesen Monat noch neu gekauft. Plus heute Morgen habe ich mir noch Mega Man gekauft. Mega Man, diese Arcade-Spiele da, ne? Für dieses Capcom-Arcade-Spiel da. Dieses mit den Automaten da. Der kam ja auch jetzt vor ein paar Tagen raus. Ja. So, das dazu. Dann geht's gleich weiter mit dem Eis Mario Cup. Also bleibt dran.